Sie zum 47. Verbandstag des Westdeutschen Tischtennisverbandes sehr herzlich hier in Gladbeck begrüßen. Wir treffen uns in seltsamen Zeiten, ich will es mal so sagen. Das verrückte Stichwort Corona steht nach wie vor über allem und ich habe den Eindruck, dass wir möglicherweise der nächsten Welle mit unserem Verbandstag gerade noch vorwegreiten. Die Entwicklung derzeit ist ja, oder scheint so zu sein, dass wir möglicherweise am nächsten Wochenende schon Probleme gehabt hätten. Ich will hier den Teufel nicht an die Wand malen, weil wir ja demnächst auch wieder Tischtennis spielen wollen. Und dieser Wille, der sollte ja einfach über allem stehen. Als wenn Corona noch nicht genug gewesen wäre, kam dann auch noch die Unwetterkatastrophe dazu, von der einige unserer Regionen bzw. einzelne Vereine in diesen Regionen massivst betroffen sind. Die stehen buchstäblich wie andere Menschen persönlich vor dem Nichts, weil ihnen die Halle zerstört worden ist, das Material zerstört worden ist und die jetzt sehen müssen, wie sie zurechtkommen, wenn sie Tischtennis spielen wollen und auf die Hilfe ihrer Nachbarn, denen es vielleicht nicht so schlimm ergangen ist, angewiesen sind. Es ist eine große Hilfsbereitschaft da, das habe ich inzwischen feststellen können. Vereine stehen miteinander in Kontakt, helfen sich gegenseitig mit ihrem Spiellokal. Das sind Dinge, auf die wir als Verband natürlich sehr wenig Einfluss haben, aber da bin ich mir sehr sicher, dass die Verantwortlichen vor Ort das sehr verantwortlich regeln werden und dafür bedanke ich mich jetzt schon. Ich darf Gäste begrüßen. Heute sind bei uns vom Deutschen Tischtennisverbund, vom Deutschen Tischtennisbund, der Präsident Michael Geiger. Herzlich willkommen. Er ist inzwischen als Gast bei uns ja schon eine alte Hase. Es ist aber weit nicht das erste Mal. Auch die Vizepräsidentin im Leistungssport, Heike Ahlert, ist heute hier. Herzlich willkommen. Und die, die da waren, erinnern sich an meinen Fauxpas von gestern Abend. Da habe ich ihn vergessen anfangs. Umso herzlicher begrüße ich heute den Sprecher der Verbände, einen sehr vertrauten Mann für uns, Herrn Dr. Michael Tick. Herzlich willkommen. Die Tagesordnung sagt, dass wir heute einen längeren Tag vor uns haben. Da werden wir noch viel zu reden und viel zu diskutieren haben. Ich begrüße noch unsere anwesenden Ehrenmitglieder hier unter uns. Einige von denen, dazu werden wir nachgekommen, sind im Laufe der Legislaturperiode verstorben. Ich wünsche uns allen einen guten Tag. Für den DTTB wird jetzt Heike Ahlert ein Grußwort sprechen und anschließend für den LSB Herr Dr. Tim. Bitte sehr.